Guten Morgen, es ist 7 Uhr, wir sind müde, Moritz packt, wir packen, gleich ist Abfahrt. So, hallo, jetzt haben wir gerade aufgeräumt und jetzt gehen wir noch einmal durch die Wohnung, gucken, ob ich irgendwo was vergessen habe, wahrscheinlich schon, hoffentlich finden wir das dann jetzt. Soweit ist eigentlich ganz sauber geworden, nur vielleicht nicht so richtig in den Ecken, aber auch nicht so schlimm, ich muss ja nicht mehr hier wohnen. Und ich glaube, dann sehen wir uns später nochmal, wenn wir auf den Bus warten oder so. Und ja, bis später. Okay. Hallo Fans. Wir warten auf den Bus. Wir waren oben. Ich habe gerade den Vlog von gestern gesehen, der hat mich so zerrissen. Der Stern. Alex. Na? Alles fit? Ich bin müde, wir haben zu wenig geschlafen. Stimmt wohl. Moritz hat uns ja um 6:30 aus dem Bett gejagt, dafür, dass wir jetzt hier 1,5 Stunden zum Bahnhof haben. Aber alles ganz gut. Guten Mittag aus Rio. Wir sind jetzt in der Bushaltestelle, Abfahrthalle, ja, angekommen. Haben unser Busticket, ich halte es gerade in die Kamera. Und die Rückseite ist auf jeden Fall auch cool. Wir hoffen mal, dass der Bus nicht auch aus Papier gemacht ist. Und wird ein Tuk-Tuk sein, den wir nach Washington fahren. Genau. Ja. Wir melden uns dann nochmal aus dem Bus. Wenn wir den Bus schaffen. Falls wir reinpassen. Soll das laufen, Leichtathlet. Jeder sollte zu sich sagen, geil, ich lebe. Solange Atem durch meine Lunge weht, werde ich machen, was mich glücklich macht, ohne Weh. Desktop und Nintendo. Ungefähr so geht's bei uns zu. Wir sitzen im Chinesenbus. Es ist kein Tuk-Tuk. Immerhin sind es aktuell im Port. Dann wollen wir noch nach Washington. Wir sind bestens angezogen für Hilton. Ja. Noch haben wir nicht eingecheckt. Mal schauen, ob sie uns reinlassen. Aber wir wurden auf jeden Fall noch nicht vom Parkingplatz hier verschoben. Ja. Eingang. Also noch sind wir nicht als obdachlos erkannt worden. Schauen wir mal, wie lange es noch geht. Also Challenge in Hilton übernachten. Los geht's. Let's go! Jungs, was sagt er? Für eine Nacht kann man es ja aushalten. Ja! Für eine direkte Protection of Surprise. Ja, der Check-in ins Hilton Hotel hat offensichtlich geklappt. Wir haben uns ein bisschen umgezogen. Moritz ist immer noch mega underdressed. Hast du dich auch nicht umgezogen? Ich habe mich umgezogen.
wir haben es jetzt ans Weiße Haus geschafft. Wenn wir mal auf die Karte gucken, wo das Hütte ist und wo das Weiße Haus ist, haben wir einfach festgestellt, dass wir im Hinterhof vom Barack schlafen. Und es ist echt nur irgendwie 5 Minuten, sind wir jetzt gelaufen. Ja. Im Hintergrund seht ihr das Weiße Haus, wir laufen jetzt einmal rum zur schöneren Seite, zur Gartenseite. Wir haben Secret Service Officers gesehen, ja, die sehen gar nicht so hochoffiziell mit Anzügen aus und Knopf im Ohr, sondern einfach Wäsche, Uniform und Secret Service drauf. Moritz hat sich, glaube ich, einen Gehirnfrosch geholt. Ich habe nur Bauchschmerzen. Ja, weil er einfach nicht mit was, weil mit was zu trinken in der Hand laufen kann, ohne zu trinken. Themawechsel, very smooth. Very smooth. Ja, Alex, Dr. Pepper hat vorhin einfach nach Thermalbad geschmeckt, jetzt die Pepsi ist ein bisschen besser. Das ist ja allgemein so ein Problem, das ganze Wasser ist mega geklort. Schmeckt einfach scheiße. Schmeckt einfach scheiße. Ja, gutes deutsches Quellwasser. Agent Smith von Agent Smith wird kommen, over. Agent Smith hier, kommen. Agent Smith, mir ist langweilig, kommen. Agent Smith, stören Sie mich nicht, ich bin hier doch undercover. Kommen. Hier sind 3 komische Typen vorbeigelaufen. Kommen. Agent Smithers, belästigen Sie mich nicht. Kommen. Ich sehe was Sie nicht sehen. Kommen. Was ist denn? Kommen. Sagen wir, dürfen Sie raten. Es ist grün. Kommen. Der Garten? Richtig, Agent Smith. Sie sind wohl wahr ein Agent. Am Washington Monument angekommen, darf ich wieder Random Fact Nicky spielen. Das Washington Monument wurde, wie der Name natürlich schon sagt, zu Ehren von George Washington gebaut. Es gab schon zu seinen Lebzeiten irgendwelche Pläne, da irgendein Memorial oder irgendeine Statue zu bauen, aber erst nach seinem Tod hat man dann 1848 wirklich angefangen, das in die Tat umzusetzen. Der Bau ging von 1848 bis zum Nikolaustag 1884. Die lange Bauzeit hat sich einfach daraus ergeben, dass Spender abgesprungen sind, die nicht genügend Steine gekriegt haben. Sir, excuse me. Do you know where the Washington Monument is? No, sorry. I think that way. Thank you. No problem. Genau. 1884 wurde es jetzt abgeschlossen, weil die Spender abgesprungen sind und weil der amerikanische Bürgerkrieg in der Zeit gewütet hat. Das ist in Form eines Obelisken gebaut. Obelisken sind das Zeichen für die Freimaurer. George Washington war einer dieser Freimaurer oder war Teil der Freimaurerorganisation. 169,3 Meter misst das Ganze, steht zwischen Kapitol und dem Lincoln Memorial, von dem wir uns nachher auf jeden Fall noch melden werden. Vom Washington Monument geht es weiter an das Denkmal vom Zweiten Weltkrieg. Da hinten Lincoln Memorial und wir sehen uns gleich wieder hier beim Abraham. Random Facts gibt es auf Wikipedia, Link in der Beschreibung. Ja, wie eben erwähnt, sitzen wir hier beziehungsweise hier am Denkmal der gefallenen Soldaten und zivilen Opfer während des Zweiten Weltkriegs. Und ich habe ein bisschen nachgedacht, ich habe den Ort ein bisschen auf mich wirken lassen und es ist mir auch in New York einfach schon aufgefallen, wie wir uns heutzutage benehmen, beziehungsweise wie das Touristenverhalten ist. Jeder kommt einfach an irgendeinen Ort, der von historischem Wert ist, der von architektonischem Wert ist, läuft vorbei, schießt irgendwie einfach kurz 2-3 Bilder, sieht das Ganze nur durch die Linse, lässt den Ort nicht wirklich auf sich wirken. Gerade jetzt hier am World War II Memorial, das ist einfach richtig krass. Die Leute sind hier, schießen ihre Bilder. Klar, es sieht beeindruckend aus, aber die Geschichte, die dahinter steckt, ist noch viel beeindruckender. Und es ist einfach nur noch ein kurzes Vorbeihaschen, 2-3 Bilder schießen, ein Bild auf Snapchat posten, ein Bild über WhatsApp schicken, ein Bild auf Instagram. Ich will mich da gar nicht ausnehmen, aber ich habe mich jetzt einfach mal kurz besonnen und darüber nachgedacht. Und es ist schade, dass es heutzutage so ist. Es ist einfach nur noch, hier bin ich kurz 2 Minuten, hakt es dann auf meiner To-Do-Liste ab oder auf der Liste, wo ich schon mal, wo ich sein wollte. Aber man nimmt dann nicht wirklich mehr mit als einfach einen kurzen Scharfschuss. Schade. Arizona Ice Tea. Arizona Ice Tea. Arizona Ice Tea. Wait.
Wait. What up? Grüße an Janni. Hallo Freunde der Salatschüssel, wir sind jetzt gerade von ein bisschen Sightseeing und Fotos machen in Washington D.C. zurückgekommen in unsere bescheidene Residenz. Jetzt schneiden wir wahrscheinlich noch ein bisschen den Vlog und schauen mal, wo es dann in den nächsten Tagen so hingeht und buchen vielleicht mal noch was zum Kennenlernen. Genau, was man noch sagen könnte, ist Washington jetzt mit New York zu vergleichen, dass Washington eher so das Heidelberg ist, beziehungsweise das Mössing im Vergleich zu New York. Also es ist um einiges ruhiger auf den Straßen. Ja, sagen wir mal so, New York ist so das Karlsruhe und Washington ist so das Mössing. Oder so. Also so, man muss auch bedenken, dass Washington die Hauptstadt ist. Also, ja, da einfach gleich hin.